Hi, ich bin jetzt inmitten von Bergen aus dem wunderschönen Österreich und ich mache einfach so YouTube-Videos. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch allen. Heute geht es um die Sony Alpha 7C. Ich zeige euch die Kamera und wir gehen die Funktionen durch. Kleine Anmerkung von mir, bei der nächsten Kamera werde ich erst die Erklärung machen und dann das Review. Das glaube ich richtig rum. Jetzt labern wir aber nicht lange rum, sondern steigen gleich zuerst von oben auf die Kamera. Oben findet ihr den Blitzschuh. Wir haben hier wieder den intelligenten Fotoschuh von Sony. Auf den könnt ihr natürlich Blitze aufstecken. Es gibt mittlerweile von jedem Hersteller Blitze, also Sony, Godox oder Nissi oder so. Ich nutze zum Beispiel nur Godox-Blitze. Die sind billiger und einen großen Unterschied habe ich noch nicht festgestellt, die diese große Preisdifferenz rechtfertigen. Ich muss aber auch sagen, ich mache schon lange keine Hochzeitsbilder oder ähnliche Aufnahmen mehr. Von daher kann es sein, dass ihr mit einem Sony-Blitz ein besseres Ergebnis erzielt. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ihr könnt natürlich auch Videoleuchten oder Mikrofone von Sony aufstecken, die dann von dem Sony-Akku, der in der Kamera ist, den Strom bekommen. Bei dem FZ100 würde ich schon sagen, dass es besser doch recht leistungsfähig ist. Rechts daneben ist das Wahlrad. Auto ist klar. Die Kamera macht alles von selbst. Und ihr habt keine Möglichkeit einzugreifen. Einmal nach oben drehen kommt auf P. Das ist die Programmautomatik. Hier könnt ihr zum Beispiel ISO-Weißabgleich verstellen. Oder ihr könnt Programm shiften. Das A wäre die Blendenvorwahl. A für Aperture, Englisch für Blende. Ihr wählt die Blende vor und die Kamera macht den Rest. Einklick nach oben auf S ist Speed für Shutter Speed, Englisch für Verschlusszeit. Hier habt ihr auch den ersten echten Unterschied zu Alpha 7 III. Die Sony Alpha 7C, sorry, schafft nur ein Viertausendstel auf dem mechanischen Schluss. Die Sony Alpha 7 III kommt mit ihrem mechanischen Schluss auf ein Achttausendstel, wobei ihr wohl selten so hohe Zahlen fotografiert. Mit dem elektronischen Verschluss schafft auch die Sony Alpha 7C ein Achttausendstel. Meine Güte. In der S-Version gibt ihr halt der Kamera die Zeit vor und sie macht den Rest. In beiden Programmen könnt ihr natürlich Weißabgleich, ISO-Zahlen auch manuell wählen. Nochmal nach oben. M steht für manuell. Hier macht die Kamera gar nichts und ihr müsst alles einstellen. Ausnahme davon ist Weißabgleich und ISO, die könnt ihr weiter auf Automatik stehen lassen. Da müsst ihr nichts eingeben. Blende und Zeit müsst ihr zwingend vorwählen. Der nächste Punkt wäre der Filmmodus. Hier habt ihr die Auswahl, genau wie beim Fotografieren, zwischen Automatik, Blenden- und Zeitvorwahl und vollmanuellem Film. Auch hier sind Weißabgleich und ISO wie bei der Fotografie entweder automatisch oder ihr stellt es ein. Der SQ-Mode. Hier könnt ihr entweder eine Zeitlupe oder ein Timelapse erstellen, das schon in der Kamera fertig gerechnet wird. Im Gegensatz zur Intervallaufnahme. Da müsst ihr das Timelapse in eurer Bearbeitungssoftware zusammenstellen. Im SQ-Mode macht das die Kamera für euch. Die lustigen Nummern 1, 2, 3 sind die MR-Tasten. 1, 2 und 3 werden in der Kamera abgespeichert. M1, M2 und M3 werden auf der Speicherkarte abgespeichert. Wie ihr Einstellungen abspeichert, machen wir nachher. Stückchen weiter oben, also hier ist der Auslöser zum Fotografieren und der Hebel ist zum anderen Ausschalten der Kamera. Ein Stück weiter unten findet ihr den Video-Button. Einmal drücken startet ihr das Video, nochmal drücken stoppt ihr das Video. Das zweite Drehrad hier ist die Blendenkorrektur. Hier könnt ihr das Bild ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler machen. Kommen wir zur linken Seite. Hier haben wir einen Mikrofoneingang. Darunter ist der SD-Karten-Slot. Es ist nur ein SD-Karten-Slot, also für nur eine SD-Karte. Unter der nächsten Klappe findet ihr Micro-HDMI-Anschluss. Zum Glück hat Sony endlich mal auf diesen Micro-USB-Anschluss verzichtet, der so lahm ist, dass keiner mit irgendwas machen kann vernünftig. Es gibt hier unten noch einen USB-C-Anschluss, auch wieder zum Laden und Übertragen der Bilder. Der Klinkenanschluss hier ist für Kopfhörer, wenn ihr beim Film den Ton überprüfen möchtet. Auf der Unterseite ist noch der Stativanschluss für das handelsübliche Stativ und die Klappe zum Akku wechseln. Die Rückseite der Kamera. Hier habt ihr den Sucher, direkt daneben den Dioptrienausgleich. Hier könnt ihr minus 4 bis plus 3 Dioptrien ausgleichen. Ein Stück weiter findet ihr die Menütaste. Wie immer kommen wir da später drauf. Das Rad hier hat mehrere Funktionen. Ihr könnt zum Beispiel, je nachdem in welcher Einstellung ihr seid, zum Beispiel Blendenvorwahl die Blende vorwählen oder in der Zeitvorwahl die Zeit vorwählen. Wenn ihr euer Objektiv keine AF-Taste sowie habt, könnt ihr hier am AF-Button zwischen manuell Fokus und Autofokus umschalten. Zum Beispiel bei dem Kit-Objektiv, das dabei ist. Die FN-Taste, also das Funktionsmenü, hat bei der Sony Alpha 7C zwei Möglichkeiten zum Einstellen. Einmal für Foto in Foto-Mode und einmal für Video im Video-Mode. Schaut, wenn ihr wissen wollt, was ich da mache, mein ZV1-Video ein. Ich habe die Einstellung nicht geändert. Dieses Drehrad hier ist zum Umstellen im Menü. Ihr könnt über Drehen oder Drücken durchs Menü wandern oder wenn ihr in der Wiedergabe seid, könnt ihr euch eure Bilder anschauen, durchklicken und so. Die Funktion auf dem Drehrad hier könnt ihr eure Display-Ansicht verstellen, je nachdem, ob ihr in der Aufnahme seid oder in der Wiederansicht. Ein Klick nach links ist der Selbstauslöser, die Mehrfachbelichtung mit bis zu 9 Bildern die Sekunde oder eins mehr je nach Licht. Sie schafft ca. 170 JPEGs und 128 RAWs am Stück. Wahrscheinlich so 130? Keine Ahnung. Okay, das sind jetzt echt Infos, die die Welt braucht. Sorry. Auch unter dem Punkt findet ihr den Selbstauslöser und die Bracketing-Funktion. Der Klick nach unten funktioniert nur in der Wiedergabe. Hier kommt in so eine Art Kalender. Die Bilder werden euch nach Datum angezeigt, so wie jetzt hier. In der Aufnahmeeinstellung hat die Taste nach unten keine Funktion. Wenn ihr hier links klickt, kommt ihr in die ISO-Einstellung. Da könnt ihr die ISO-Zahlen verändern. Die File-Taste ist die Wiedergabetaste, damit ihr euch eure Bilder oder Videos anschauen könnt. Hier neben ist noch der Papierkorb zum Bilderlöschen, wenn ihr in der Wiedergabe seid. In der Aufnahmefunktion ist es ein Custom-Button. Bei der Auslieferung ist aber der Belegung der Weißabgleich drauf. Das ist auch der einzige Custom-Button, der mit C markiert ist.
Alle anderen Tasten könnt ihr noch einstellen, das geht dann im Menü. Das hier ist noch der Monitor, das ist ein schwenkbarer Monitor. Wenn ihr euch zum Beispiel selbst filmen wollt oder ein Selfie machen wollt, könnt ihr den so umdrehen und euch anschauen vor eurem nächsten Videoblog. So, mal direkt ins Menü springen. Qualität, Bildgröße, Seite 1 von 12. Dateiformat. Hier habt ihr die Auswahl zwischen JPEG, RAW und natürlich RAW und JPEG. Ich persönlich will immer JPEG und RAW. Ich erkläre euch nachher irgendwann mal warum oder in einem anderen Video. RAW-Dateityp. Es gibt zwei Arten. Die eine ist eine komprimierte Version. Stellt euch das so ein bisschen wie ein ZIP-File vor, die erst entpackt werden muss. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Wer RAW-Bilder macht und ein bisschen Speicherplatz sparen will, kann die komprimierte Version nehmen. Wer von euch die absolute Bildqualität will, natürlich die unkomprimierte Version. Ich habe beide probiert und habe kaum einen Unterschied bemerkt. Ich nehme an, man merkt das nur im absoluten Grenzbereich. JPEG-Qualität. Hier habt ihr die Auswahl zwischen Standard, Fine und Extra Fine. Ich lasse immer auf Extra Fine, könnt ihr machen, wie ihr wollt. JPEG-Größen. Ihr habt die Auswahl zwischen 6 Megapixel, das wäre Small, Medium 10 Megapixel und Large 20 Megapixel. Auch hier wieder. Wenn ihr schon wisst, was ihr mit dem Bild machen wollt, könnt ihr euch vorher schon was einstellen. Ich stelle immer 6 Megapixel ein, weil ich die Bilder einfach gleich im JPEG in die Cloud, also in die iCloud spiele, damit Opa und Oma sie gleich haben und anschauen können. Ich habe hier immer noch das RAW-Bild, wenn ich das Bild drucken und bearbeiten möchte. Seitenverhältnis. Ich will 3 zu 2. Das ist unser europäisches Format, um zum Beispiel 10x15 Bilder zu drücken oder größere Poster. Wenn ihr eure Bilder auf dem Fernsehen anschauen wollt, könnt ihr auch 16 zu 9 wählen. Oder für Instagram wäre, glaube ich, 1 zu 1 ganz cool. APS-C Super 35. Wenn ihr APS-C Objektiv verwendet, schaltet die Kamera automatisch auf den Crop-Faktor mal 1,5 um. Super 35 nutze ich eigentlich nie, denn Super 35 ist kein Standard. Das heißt, es gibt etliche Größen, die sich Super 35 nennen, aber nichts damit zu tun haben. Qualität, Bildgröße 2, Seite 2 von 14. Langzeit-RM und hohe ISO-RM schalte ich beides aus. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob die Kamera ein schwarzes Bild dahinter legt oder die Feder rausrechnet. Es dauert ewig und ich habe keinen Bock zu warten, das ist mir zu doof. Farbraum stelle ich um auf Adobe RGB. Das sind ein paar Farben mehr. Ob das irgendjemand merkt, keine Ahnung. Ich fühle mich damit auf jeden Fall besser. Objektivkompensation schalte ich aus. Das ist im Lightroom oder in den meisten Bildbearbeitungen ein Klick. Von daher stört es mich in meinem Workflow nicht und ich brauche es daher nicht in der Kamera zu machen. Aufnahmemode. Bildfolge, Seite 3 von 14. Bildfolge. Hier könnt ihr einstellen, ob ihr ein Bild machen wollt oder mehrere Bilder in der Sekunde. 9 wären das Maximum. Oder ein Selbstauslöser einstellt. Das sind dieselben Einstellungen wie bei dem Rad hier, wenn ihr es nach links drückt. Belichtungsreihe. Hier könnt ihr eine Belichtungsreihe vorprogrammieren. Intervallfunktion. Hier könnt ihr für ein Timelapse über einen langen Zeitraum Bilder machen und diese in eurem Computer zum Timelapse zusammensetzen. Hier unten seht ihr, wie sich die Änderungen der Zeit, die ihr eingibt, auf die Gesamtdauer eures Timelapses auswirken. Ich habe für meine Videos meist folgende Einstellungen. Intervallaufnahme natürlich auf 1, Aufnahmestartzeit 2 Sekunden, Aufnahmeintervallzeit 3 Sekunden. Anzahl der Aufnahmen sind meist zu 500. Das ist so eine halbe Stunde und es reicht für 3 bis 5 Sekunden Timelapse, die ich in meinem Video zeige. Wenn ihr richtige Timelapse machen wollt, müsst ihr so ein bisschen rumprobieren. MR. Hier könnt ihr vorgespeicherte Daten einsehen. MR-Speicher. Hier könnt ihr vorgegebene Einstellungen speichern. Ich speichere nur Videodaten ab. Zum Beispiel, wenn ich rede, meine 24 Frames die Sekunde und 1/15 Sekunden. ISO Auto und auf Memory 2 habe ich 120 FPS mit 1/215 Sekunde. Mehr mache ich nicht. Das ist einfach klasse, weil ich nichts mehr überprüfen muss, wenn ich schnell zwischen A, also meinem geredeten, und B-Roll hin und her switch. Benutzeraufnahme ein Tele-Re, was auch immer das bedeutet. Habe ich noch nie gemacht. Ihr könnt Einstellungen vorher abspeichern und über die Custom-Taste abrufen. So ganz habe ich den Sinn nicht verstanden, wenn ich vorher ein MR speichere. AF1, Seite 4 von 14. Fokusmodus. AF Single Autofokus. Die Kamera fokussiert einmal und ihr könnt ein Bild machen. Ich empfehle das eigentlich zum Fotografieren. AFA. Hier entscheidet die Kamera, ob sie den Single AF oder den Continuous AF verwenden soll. AFC. Continuous AF. Nutze ich meist für YouTube-Videos. Da er folgt mir und stellt immer wieder neu scharf. Das nutze ich eigentlich wirklich bei allen YouTube-Videos. DMF ist Direct Manual Focus. Hier lässt die Kamera fokussieren und wenn ihr sagt, nee, ich hätte doch lieber gerne einen anderen Punkt scharf, könnt ihr noch manuell nachfokussieren. MF ist manuell fokussieren. Brio-Einstellung bei AFS und AFC. Habe ich ausprobiert. Das heißt, wenn ihr es auf Schärfe priorisiert habt und das Bild nicht scharf ist, löst die Kamera nicht aus. Bei Auslösen macht die Kamera, auch wenn euer Objekt unscharf ist, ein Bild. Ich bin an meinem Test sofort. Wieder zu ausgewogen zurück. Fokusfeld. Hier könnt ihr die verschiedenen Fokusfelder einstellen, ob breit in der Mitte, ob eins oder mehrere. Ihr könnt sie natürlich auch von oben rechts oben nach links unten verschieben.
wie auch immer. Fokusfeldgrenzen. Hier könnt ihr auswählen, welches der Fokusfeldmöglichkeiten ihr sehen wollt. V-HAF-A. Die Kamera kennt, ob ihr Hochkantbilder macht oder Querformatbilder. Ihr könnt für Hochkant oder Querformat einen AF-Punkt programmieren, so wie ihr ihn haben wollt. AF2. Seite 5 von 15, AF-Hilfslicht. Wenn zu wenig Licht zum Fokussieren vorhanden ist, schaltet die Kamera dieses Licht ein, damit sie fokussieren kann. Das funktioniert halt nur ein paar Meter. AF-Verfolgung. 1, 2, 3, 4, 5. Hier geht es um die Reaktionsgeschwindigkeit des Verfolgungsautofokus. Ich habe es probiert und habe nicht den großen Unterschied festgestellt. Ich habe es auf Stufe 3 gelassen. Blende Bildfolge bei AF. Hier ändert ihr das Blendenantriebssystem. Entweder auf Standard, Fokusprioriorität, also so scharf wie möglich, oder geräuschlose Priorität. Das ist objektivabhängig und bitte bedenkt, die AF-Geschwindigkeit wird dabei etwas langsamer. AF bei Auslösung. Wenn ihr den Auslöser so halb runterdrückt, fokussiert das Objektiv. Wenn ihr das ausschaltet, könnt ihr nur über den AF-On-Button, also den hier, fokussieren. Das machen viele Fotografen, damit der Schärfepunkt nicht plötzlich wandert, wenn man den Auslöser erneut drückt. Vor AF. Die Kamera stellt automatisch auf ein Objekt scharf. Ist halt die Frage, ob ihr das auch scharf haben wollt. AF3. Seite 6 von 14. Hier lasse ich alle Standardeinstellungen. Ihr könnt natürlich manche Sachen ändern, aber ich habe keinen echten Vorteil gefunden. Genauso wie bei AF4, Seite 7 von 14. Und Belichtung, Seite 8 von 14. Und Belichtung 2, Seite 9 von 14. Blitz, Seite 10 von 14. Ich achte eigentlich nur darauf, dass der Blitz auf Aufhellblitz steht. Den Rest lasse ich so. Natürlich müsst ihr es umstellen, wenn ihr zum Beispiel im Studio fotografiert. Aber die Erklärung wird hier einfach den Rahmen sprengen. Farbe, WB Bildverarbeitung 1, Seite 11 von 14. Weißabgleich, lasse ich auf Auto. Im RAW ist es eh egal und bei JPEGs kann es sein, dass ihr was verstellen müsst. Ist aber situationsbedingt. DRO, Auto, HDR Auto schalte ich aus. Ich möchte einfach nicht, dass auch im JPEG die Kamera zu sehr in mein Bild eingreift. Kreativmodus, müsst ihr durchschauen, ob da was für euch dabei ist. Fotoprofil. Für die Filmer unter euch, PP9 wäre S-Log 3. Ich habe den Vlog oder das Review, war eher ein Vlog, letzte Woche komplett im S-Log 3 gefilmt. Das mache ich immer, wenn ich keinen D-Log habe wie bei der A7 S3. Bitte denkt dran, ihr müsst zwingend, wenn ihr im S-Log 3 filmt, eure Videos colorgraden. Farbe WB Bildverarbeitung 2, Seite 2 von 14. Auslösung AWB-Sperre habe ich immer auf Aus. Fokushilfen, Seite 13 von 14. Hier habt ihr Hilfen zum manuell Fokussieren. Die Fokusvergrößerung bedeutet, sobald ihr manuell fokussiert, vergrößert die Kamera einen Bildausschnitt. Quasi so eine Lupe und ihr könnt besser scharf stellen. Kantenanhebung oder auch Peaking genannt. Hier werden die Kanten an den Stellen, die ihr scharf stellt, je nach Einstellung weiß, blau, gelb oder rot, sobald diese Kante scharf wird. Aufnahmehilfen, Seite 14 von 14. Hier ändere ich nichts. Anti-Flacker-Aufnahme, ich habe keinen echten Unterschied festgestellt. Gesichtsreg und Re-Gesichter-Priorität, Mann, das braucht jetzt echt keiner. Die Gesichter, die ihr registriert, halten beim Fokussieren im Vorrang. Ich hatte das an und habe das bei meinem Sohn probiert. Ich sag mal, zu 60% hat das geklappt. Kameramenü 2, Film 1, Seite 1 von 10, Belichtungsmodus im Film. Hier habt ihr die Auswahl zwischen Programmautomatik, Blendenvorwahl, Zeitvorwahl und vollmanuelles Filmen. Genauso wie im Belichtungsmodus S und Q. Kommen wir zu den Filmeinstellungen. Ich mache die jetzt so, das ist einfacher für mich. Dateiformat. XAVCS 4K. Ist klar, das ist 4K, 3840x2160. XVSC HD ist Full HD, 1029x1080. Sony hat übrigens AVC HD hier komplett weggelassen. Vielleicht haben Sie meine Videos gesehen. Nee, Quatsch, war ein Spaß. Die Aufnahmeeinstellung. Warum sagen Sie nicht einfach Framerate? Na, ist doch egal. Also, P ist für Frames per Second, kurz FPS. So viele Bilder macht die Kamera in der Sekunde. Und M ist die M-Bits-Zahl, die Datenübertragung. Jetzt machen wir erstmal NTSC, weil ich halt immer in NTSC film. XAVC 4K macht die Kamera 30p mit 100 M-Bits, 30p mit 60 Mbits, 24p mit 100 Mbits und 24p mit 60 Mbits. In XVSC HD macht die Kamera 120p in 100 Mbits, 120p in 60 Mbits, 60p in 50 Mbits, 60p in 25 Mbits, 30p in 50 Mbits und 30p in 16 Mbits und 24p in 50 Mbits. Jetzt PAL. In XVRC 4K macht die Kamera 25p mit 100 Mbits und 25p mit 60 Mbits. In XVSC SHD macht die Kamera 100p in 100 Mbits, 100p in 60 Mbits, 50p in 50 Mbits, 50p in 25 Mbits, 25p mit 50 Mbits und 25p mit 60 Mbits. Dieselben Einstellungen hat die Kamera auch im SQ-Mode. Außer natürlich, dass ihr 12 FPS bzw. 6 FPS einstellen könnt. Da werden, glaube ich, so Stop-Motions-Videos mitgedreht. 3 FPS, 2 FPS und 1 FPS ist für Timelapse. Schade finde ich irgendwie, dass sie keine 18 FPS drin haben. Das wäre so Super 8-Style. Proxy-Aufnahmen habe ich auf Aus, das schafft mein Computer locker. Film 2. Seite 2 von 10. AF-Übergangsgeschwindigkeit. Besagt, wie schnell der AF umschaltet, wenn das Objekt sich wechselt. Also ihr filmt zwei Personen. Stellt erst auf die eine scharf, die redet, dann auf die andere, die dann redet. Möchtet ihr jetzt auf die zweite Person scharf stellen, stellt ihr hier ein, wie schnell das gehen soll.
Vorsicht, wenn ihr zu schnell einstellt, wird es für den Betrachter ruckartig und damit unrealistisch. Es sieht dann einfach nicht mehr rund aus, wenn das jetzt irgendwie Sinn ergibt, was ich erzähle. AF-Motivverfolgung. Selbiges wie AF-Übergangsgeschwindigkeit. Es geht nur darum, wie schnell der AF bei Verfolgung wieder sein Motiv findet. Auto-Langzeitbelichtung stelle ich auf aus. Audioaufnahmen. Die Kamera nimmt Ton auf. Logisch, oder? Stellt man auf ein, wenn man Video filmen will und Ton braucht. Tonpegelaufnahme. Den Ton steuere ich über das FN-Menü. Film 3, Seite 3 von 10. Tonpegelanzeige habe ich immer auf ein, ich will wissen, ob mein Ton zu leise ist oder übersteuert. Tonausgabe Timing habe ich auf live. Windgeräuschreduktion habe ich auf aus, ich nehme immer ein Mic mit. Markierungsanzeigen und Markierungseinstellungen habe ich auf aus. Zu viel im Display mag ich nicht, besonders in der Mitte. Ich finde, das lenkt mich ab, muss aber jeder für sich entscheiden. Videolicht, wie ihr ein Videolicht nutzen wollt. Hier geht es um die Stromversorgung. Macht das noch jemand, ein Videolicht auf die Kamera setzen, außer bei Interviews draußen auf der Straße? Film 4, Seite 4 von 10. Film mit Verschluss habe ich auf aus. Verschluss Steady Shot, Seite 5 von 10. Geräuschlose Aufnahme ist klar, oder? Damit schaltet ihr den elektronischen Verschluss ein und die Kamera nimmt geräuschlos auf. Auslösen ohne Objektiv. Wenn ihr zum Beispiel alte manuelle Objektive probieren wollt. Auslösen ohne Karte? Keine Ahnung, überlasse ich euch. Steady Shot. Lässt sich der Steady Shot einschalten, wenn euer Objektiv keinen Hebel hat, so wie bei meinem 2405. Steady Shot Einstellung habe ich auf Auto. Das ist mir einfach zu viel Arbeit. Zoom. Seite 6 von 10. Hier stelle ich gar nichts ein. Anzeige Bildkontrolle 1, Seite 7 von 10. Taste Display. Hier könnt ihr einstellen, was ihr im Sucher oder im Monitor sehen wollt. Oder auch nicht sehen wollt. Im Sucher werden nicht alle Anzeigen angezeigt, die auf dem Monitor angezeigt werden. Finder Monitor. Auto. Schaltet die Kamera zwischen Sucher und Monitor um. Sucher ist grundsätzlich nur der Sucher. Monitor ist grundsätzlich nur der Monitor an. Zebra-Einstellung. Das ist die Überbelichtungswarnung. Ich habe die Zebra-Einstellung Anzeige auf 1 und die Zebra-Stufe auf 95. Ich mag nicht, wenn das zu früh kommt. Gitterlinien. Hier könnt ihr euch so ein Raster einblenden lassen. Das sieht dann so aus. Zum Beispiel. Belichtung, Einstellung, Anleitung habe ich auf aus. Ich brauche keine Anleitung mehr zum Belichten, zum Glück. Also macht das jetzt schon ein bisschen länger. Mittlerweile weiß ich, wie ich belichte. Hat aber auch lang gedauert bei mir. Anzeige Bildkontrolle, Seite 8 von 10. Diese Anzeige lasse ich auf den Grundeinstellungen. Ich schalte die Bildkontrolle immer aus. Will dann sehen, schaut dann nachher meine Bilder an. Benutzerdefinierte Bedienung 1, Seite 9 von 10. Hier könnt ihr das FN-Menü und die Benutzerkeys einstellen. Die Einstellung muss jeder selbst für sich ausprobieren und wissen. Das ist einfach ausprobieren und Erfahrung sammeln. Kurz, wie man es ändert. Ihr könnt die 5 Tasten ändern, wobei ich nur 2 Tasten geändert habe. Ihr könnt die Tasten für Foto, Film und Wiedergabe programmieren. Ich ändere mal schnell einen Key. Geht ihr auf den Button, dann ändert ihr, was ihr wollt und bestätigt mit der Mitteltaste. Im Funktionsmenü, also die Taste hier, ändert ihr das so ähnlich. Mitteltaste bestätigen und die Funktion ändern. Benutzerdefinierte Bedienung 2, Seite 10 von 10. Ich ändere hier gar nichts. Netzwerk, die Netzwerkeinstellung. Hier habe ich ja schon ein paar Videos gemacht, es werden noch ein paar Videos folgen, checkt die einfach aus. Wiedergabe, Wiedergabe 1, 2 und 3. Auch hier ändere ich nichts, ich lasse alles so wie beim Anfang. Einstellung. Einstellung 1, Seite 1 von 6. In der ersten Seite ändere ich nichts. Einstellung 2, Seite 2 von 6. Hier könnt ihr Folgendes ändern. Wenn ihr mit der Kamera streamen wollt, automatisch aus Temperature auf High. Dann schaltet die Kamera den Shell aus, wenn sie warm wird. NTSC PAL ist Umschalten von NTSC auf PAL. Zum Beispiel, wenn ihr auf NTSC umschaltet und wollt mit 30 FPS oder 24 FPS filmen. Reinigungsmodus. Hier führt die Kamera eine automatische Sensorreinigung durch. Einstellung 3, Seite 3 von 6. Touchpanel und Touchpad-Einstellung mache ich gar nichts bzw. ändere ich nichts. Jetzt TCUB-Einstellung, HDMI-Einstellung, 4K-Auswahl erkläre ich jetzt nicht, da mache ich mein eigenes Video drüber, auch das wird hier den Rahmen ein bisschen sprengen. USB-Verbindung ändere ich auf Massenspeicher. Einstellung 4, Seite 4 von 10. USB-LUN-Einstellung lasse ich auf Multi und USB-Stromzufuhr habe ich auf 1. Sprache, naja, was halt für euch am leichtesten ist. Dazu Uhrzeit, gibt mal ein, wenn man die Kamera zum ersten Mal startet. IPT10 sind Daten, die ihr zu dem Bild dazu schreiben könnt. Mehr als zum Beispiel in die Urheberrechtsinformationen. Ob ihr das wollt, ist durch euch überlassen. Ich brauche das nicht so, ich bin da nie so. Einstellung 5, Seite 5 von 6. Urheberrechtsinfo. Hier könnt ihr ein Copyright in die EXIF-Daten schreiben. Bei mir zum Beispiel jens.fcta oder so, keine Ahnung. Serien schreiben, schreibt die Seriennummer der Kamera in die EXIF-Dateien. Sachen gibt's. Formatieren, hier könnt ihr eure Speicherkarte formatieren, falls mal gar nichts mehr geht. REC-Ordner ändern, könnt ihr einen anderen Ordner auswählen, auf den ihr speichern wollt. Neue Ordner, ihr erstellt einen neuen Ordner, um den REC-Ordner dann zu ändern. Okay. Datei-Ordner-Einstellung, das ändere ich immer auf folgende Werte. Dateinummer bleibt gleich. Datei-Name-Einstellung könnt ihr den Namen der Datei einstellen. Bei der A7C mache ich das
nicht, sonst heißen meine Kameras immer, wie sie heißen. ZV1 zum Beispiel hat den Namen ZV1. Wenn ich die Kameras mische, weiß ich immer, mit welcher Kamera ich gefilmt habe. Natürlich ändere ich an der A7C nichts, weil es nicht meine Kamera. Ordnername habe ich auf das Datum, ist einfach als das Standardformat und ich weiß, wann ich es gemacht habe. Einstellung 6, Seite 6 von 6. Dateieinstellungen ändere ich nichts. Bild DB wiederherstellen. Wenn ihr die Speicherkarte zu früh aus der Kamera oder dem PC zieht, könnte ein Fehler auf der Bilddatenbank entstehen. Mit Bild DB wiederherstellen könnt ihr diese Datenbank wiederherstellen. Medieninfo zeigt an, wie viel Platz noch auf der Karte ist. Vorsicht, das zeigt nicht an, wie viel Auslösungen mit der Kamera bisher gemacht sind. Das hören wir dreimal im Jahr an. Version sagt die Firmware-Version von eurer Kamera. Wie man ein Firmware-Update macht, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Schaut euch das einfach an. Hier könnt ihr alle Einstellungen wieder zurücksetzen. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und oder geholfen. Wenn beides zutrifft, würde ich mich über ein Like und ein Abo echt freuen. Für die, die nochmal das Datenblatt checken wollen, ich habe euch die Sony-Webseite in der Beschreibung verlinkt. War wieder cool, dass ihr mit mir abhängt. Wir sehen uns im nächsten Video und...